Hallo meine lieben Wassermänner, herzlich willkommen zu eurer Legung für den Monat November. Ergänzend zu eurem Sternzeichen, sprich Sonnenzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Aszendenten und Mondzeichen schauen. Wollen wir doch direkt mal anfangen, was uns hier erwartet für die Wassermänner. Liebes Universum, im November für die Wassermänner. Was erwartet die Wassermänner im November? So, dann wollen wir doch mal schauen. Wir haben hier die 2 der Stäbe. Wir haben die 2 der Münzen. Wow, okay. Die Mäßigkeit, die 5 der Kelche, die Liebenden. Und die 6 der Münzen. Auf der Unterseite haben wir die 9 der Stäbe. Was ich hier wahrnehme, ist, dass du wieder in dein Gleichgewicht kommst. Ich habe das Gefühl, da gibt es etwas oder da gab es etwas, was dich aus dem Gleichgewicht gebracht hat, aus deiner Mitte gebracht hat. Und im Monat November wird es darum gehen, dass du wieder in deine Mitte kommst. Hier sehe ich das ganz deutlich. 2 der Stäbe, 2 der Münzen, irgendwas ist aus der Balance. Und hier mit der Mäßigkeit sehen wir, es geht wieder darum, ins Lot zu kommen, in die Mitte zu kommen, in die Harmonie. Also es wird stark darum gehen, dass du Harmonie in dir schaffst. Vielleicht kommst du aus einer Phase, die sehr stressig war, wo sehr viel los war, viele Eindrücke da waren. Und jetzt im November geht es darum, wieder in die Mitte zu kommen. Es könnte auch sein, dass du sehr stark mit dem Thema Heilung konfrontiert wirst. Also, dass du dich mit Heilung beschäftigen wirst, vielleicht mit dem Thema Gesundheit, Wellness, Self-Care, also alles, was dir irgendwie gut tut und was in einer Form dich auch in die Harmonie bringt. Ja, alles, womit du dich gut fühlst, womit du dich besser fühlst, das ist das, was ich hier reinbekomme. Ich glaube, du lässt etwas hinter dir. Du versuchst dich vielleicht auch zu schützen vor etwas. Vielleicht gab es da etwas, was dich verletzt hat. Hier sehen wir emotionale Verletzungen. Also es könnte sehr, sehr gut sein, dass du das jetzt hinter dir lassen möchtest und heilen möchtest. Ja, so dass du bewusst hier einen Abschluss finden möchtest und dich auch schützt. Also es könnte sehr gut sein, dass du jemanden oder etwas nicht mehr an dich heranlassen willst. Dass du bewusst eine Grenze ziehst. Dass du dich dem gegenüber abgrenzt, was da ist oder was dich verletzt hat in der Vergangenheit. Und dass du jetzt hier für dich einstehst und sagst, so bis hierhin und nicht weiter. Ich will das nicht nochmal erleben oder das wäre nur schädlich. Also vielleicht auch bewusst schädliche Verhaltensweisen hinter sich lassen. Irgendwas, was dir nicht nützt, was dir nicht gut tut. Etwas, was dich aus der Balance bringt. Vielleicht auch Menschen, die dir Energie rauben. Ja, und da sagst du bewusst so, jetzt reicht's. Ihr kommt nicht mehr an mich ran. Es könnte um eine Entscheidung gehen. Also, dass du hier im Monat November eine Entscheidung triffst. Ich sehe, du planst etwas, vielleicht auch mit Weitblick. Es könnte um weitreichende Pläne gehen, also Pläne, die in die Zukunft hineingehen. Vielleicht beschäftigst du dich auch hier schon mit der Jahresplanung für das nächste Jahr, ja, oder gewisse Punkte oder Dinge, die du mit Weitblick, mit Voraussicht angehst. Ich glaube, dass es für dich um Flexibilität geht, also Anpassung in deinen Plänen, das, was du dir vielleicht vorgenommen hast, da in der Hinsicht flexibel zu sein, also bewusst auch zu sagen, gut, wenn jetzt die eine Sache hier nicht so läuft, dann nehme ich die andere Sache wahr. Also da so ein bisschen Flexibilität an den Tag legen. Ich sehe auch, dass du deinen Alltag umstrukturierst, dass sich etwas in deinem Alltag verändert, dein Alltag vielleicht auch jetzt ein bisschen durcheinandergewirbelt wurde und jetzt geht es darum, da wieder in die Mitte zu kommen. Vielleicht kommt das noch aus dem Oktober, vielleicht war hier etwas im Oktober, was sehr turbulent war. Und hier geht es darum, wieder in die Mitte zu kommen und zu heilen. Ja, also Balance ist sehr wichtig. Ich glaube auch, dass du viele Tätigkeiten machen wirst, die dich irgendwie erden. Meditation, wie gesagt, Gesundheit, Self-Care, etwas in diese Richtung,
wo du wieder bei dir ankommst, wo du in die Ruhe kommst. Also die Ruhe wird sehr, sehr wichtig sein im Monat November, da dass etwas wieder zur Ruhe kommt und dass du dich wieder auch bei dir angekommen fühlst. Vielleicht warst du sehr stark im Außen bisher und jetzt geht es eben mehr in das Innen. Wie gesagt, ich sehe weitreichende Pläne. Ich sehe auch, dass es um Hilfe geht. Also es könnte sehr gut sein, dass du in Bezug auf etwas Hilfe bekommst. Im Monat November vielleicht Hilfe in Bezug auf deine Heilung. Das könnte etwas sein, Hilfe, was Planungen angeht, dass du da Unterstützung bekommst. Genauso gut kann es sein, dass auch du hier jemanden unterstützt und hilfst. Ich sehe aber, dass es auch nur bis zu einem gewissen Grad geht. Also ich kriege immer wieder rein, wenn du jemanden hilfst, dann nur bis zu einem gewissen Grad, nicht darüber hinaus. Also es könnte etwas sein, wo es auch vielleicht ein bisschen um Grenzen wahren geht, also dass du nicht wieder aus deiner Mitte herauskommst. Es wird hier sehr viel um Herzensentscheidungen gehen. Die Liebe könnte ein großes Thema sein, also vielleicht auch Partnerschaften, Beziehungen. Ich sehe hier so ein bisschen was hinter sich lassen, was Schwieriges angeht. Vielleicht eine Enttäuschung, vielleicht ein Schmerz in Bezug auf die Liebe, wo man sich Hilfe holt, das zu heilen. Ja, also Herzschmerz vielleicht, der hier geheilt werden will. Oder du versuchst wieder im Herzen in deine Mitte zu kommen und hier etwas zu heilen. Was die Entscheidungen angeht, sehe ich ganz stark, dass du Herzensentscheidungen treffen wirst. Also deine Planung ist hier aus dem Herzen heraus, ja, und aus deiner Mitte heraus. Alles in allem habe ich das Gefühl, das ist ein sehr regenerativer Monat, wo du wieder bei dir ankommst, wo du flexibel bist, wo du planst, wo du weitergehst, wo du etwas hinter dir lässt, was vielleicht auch nicht erfüllend war, wo etwas schwierig ist. Ja, du lässt das eben hinter dir, du sagst bewusst, okay, ich muss ein bisschen mehr auf mich achten, wieder heilen in der Hinsicht. Vielleicht nimmst du auch, wie gesagt, Hilfe in Anspruch oder gibst eben Hilfe und Unterstützung für andere. Es könnte auch sein, dass du aus dem Herzen heraus gerne hilfst. Also wenn du das vielleicht im beruflichen Bereich irgendwie anstrebst, könnte das etwas sein. Vielleicht im heilerischen Bereich, im Bereich der Gesundheit, Gesundheitswesen, das bekomme ich gerade noch rein. Es könnte etwas sein, wo du Unterstützung und Hilfe bietest und Heilung gibt es den Menschen. Wollen wir mal eine Orakelkarte hinzuziehen für die Wassermänner im November? Was haben wir hier? Banshee, das ist eine nicht so schöne Energie. Sei gewarnt, mein Kind, denn ich halte keine ungesungenen Wiegenlieder bereit. Schluckst du Nägel, so rechne mit inneren Blutungen. Oh Gott, oh Gott. Banshee, schauen wir mal, das ist ein bisschen ein dunkleres Orakel, das ist das Samhain-Orakel. Von daher gibt es hier auch ein paar Karten, die so ein bisschen spooky sind. Wir wollen mal schauen, was Banshee zu sagen hat. Schlechte Omen, Wut. Okay, wollen wir das Ganze mal vorlesen? Banshees werden die Todesfeen in der irischen Folklore genannt, die durch Wehklagen oder schrilles Geschrei den Tod eines Familienmitglieds ankündigen. Manche glauben, dass sie die Seelen junger Frauen sind, die brutal ermordet wurden. O je mine. Diese Geister werden zu Banshees, um andere Frauen zu warnen, wenn ihnen ein ähnliches Schicksal droht. Verbreiteter ist die Ansicht, dass es sich bei einer Banshee um eine Frau handelt, die für immer in Trauer versunken den Tod eines geliebten Menschen beklagt. Der Schrei einer Banshee ist ein schlechtes Omen und man sollte vorsichtig sein, wenn sie in einer Legung erscheint. Diese Karte bedeutet auch Tod, jedoch nicht im physischen, sondern übertragenen Sinne. Du stehst vor einem Ende, es wird nicht leicht sein und du wirst über den Verlust trauern. Dieses Ende ist seit langem fällig und die höheren Mächte können nicht länger darauf warten, dass du loslässt. Du hast die Veränderung abgelehnt, aber du kannst sie nicht verhindern. Du hältst an etwas fest, das dir nicht länger dient, einen verhassten Job, eine Beziehung, die dir Energie raubt, ein Ort, an dem du dich nicht sicher fühlst. Es ist an der Zeit, loszulassen. Denke daran, dass jedes Ende auch einen Anfang in sich birgt.
Weiterzugehen schafft Raum, um neue Energie in unser Leben zu bringen. Trauere nicht länger als nötig, denn das hindert dich daran, die Türen zu erkennen, die sich dir öffnen. Fünf der Kelche, meine Lieben, das ist genau das. Hier haben wir diese Trauer, ne? Du trauerst in Bezug auf etwas, vielleicht auch etwas, was dir am Herzen lag. Ein Verlust, und ich glaube, genau das ist das, warum du hier wieder in die Mitte kommst. Oder warum es so wichtig ist, hier in dem Monat November wieder in die Mitte zu kommen. Das passt natürlich sehr gut in die aktuellen Energien, ne? In der Skorpionzeit geht es immer darum, etwas loszulassen, wirklich bewusst etwas hinter sich zu lassen. Und das könnte hier stark etwas sein. Also vielleicht trauerst du hier jemandem oder etwas hinterher. Du lässt etwas hinter dir. Aber gleichzeitig sehe ich, dass du auch hier wieder in deine Mitte kommst. Also ich habe das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht so lange dauert und dass du vielleicht auch recht schnell wieder in die Regeneration kommst. Wenn du einmal diesen Schritt gemacht hast, bewusst hier etwas hinter sich zu lassen, wirst du recht schnell wieder in deine Mitte kommen. Also etwas loslassen, was schon an sich ein Akt ist, der schwierig ist, den ich hier wahrnehme. Aber danach wird es dir besser gehen. Also ich habe das Gefühl, dass das, woran du festhältst, dir irgendwie nicht gut tut. Eine nicht erfüllende Beziehung, ein nicht erfüllender Job, genau das, was gerade auch im Text angesagt wurde. Also irgendwas, du hältst noch an etwas fest, was dir nicht gut tut. Und das lässt du jetzt los in diesem Monat. Und das wird auch nicht so leicht sein. Meine lieben Wassermänner, das war es auch schon. Das war eure Legung für den Monat November. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei, sie ist unter dem Video verlinkt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt durch ein Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe und würde sagen, bis zum nächsten Video.